alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das wird das vorerst letzte Video sein, was ich für euch auf diesem Kanal online poste. es fällt mir ein bisschen schwer, das euch jetzt zu erzählen, aber es ist so, wie es ist. Als ich diesen Kanal begonnen habe, das war vor ungefähr 4 Jahren, da habe ich angefangen mit meinem Hochzeitstagebuch und da wusste ich, es wird jetzt eine Zeit auf mich zukommen, wo ich vielleicht die Familie gründe, in Elternzeit gehe, nicht berufstätig sein werde. Und ich wusste, Bloggen ist immer schon ein Hobby von mir gewesen, schon ganz, ganz lange vor YouTube. Und ich wusste, dass online mir Spaß macht, das ist ja auch Teil meines Berufs. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt nicht berufstätig bin, brauche ich trotzdem neben den Kindern und der Familie aber einen Input für meinen Kopf, der mir Spaß macht und der mich fordert. Darum habe ich Gabelschere Blog aufgesetzt auf YouTube und auch als Blog und Pinterest und alles habe ich schon gemacht und vorbereitet, weil ich wusste, dass ich das die nächsten Jahre machen möchte. Ja, und was soll ich sagen, ihr habt das die meisten von euch schon ganz, ganz lange miterlebt, wie ich gewachsen bin, der Kanal ist gewachsen, die Zuschauer, die Zugriffe sind gewachsen und ich würde sagen, das ist alles ganz gut gelaufen. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was mir Spaß macht, sind Videos filmen und auch das Schneiden, das Zusammensetzen am Computer zu schönen Filmen, Momentaufnahmen, das macht mir unglaublich viel Spaß. Aber die Zeiten ändern sich und es ist jetzt nun mal so, dass, ja, ich sag mal so, die Hauptgeschichte, die ich erzählen wollte mit diesem YouTube-Kanal, ist erzählt, inklusive Hausbau, das konnte ich damals noch gar nicht absehen. Ich bin so ein bisschen am Ende eines Abschnittes angekommen, also sprich, ich habe jetzt nur noch 1 Jahr Elternzeit, danach werde ich wieder arbeiten gehen und das heißt auch, ich habe nur noch 1 Jahr mit Karl, der ist jetzt, wird jetzt bald 1 Jahr alt und die Monate der Elternzeit sind gezählt und dann muss man sich überlegen, wie wertvoll ist einem die Zeit und wie sinnvoll kann man sie einbringen. Und ich glaube, die meisten von euch wissen auch, dass ich YouTube nicht gemacht habe, primär um damit Geld zu verdienen. Natürlich könnt ihr euch denken, habe ich damit ein bisschen Geld verdient? Ich sag mal, das ist ein Bruchteil von dem, was ich sonst monatlich in meinem richtigen Beruf verdiene. Also das ist wirklich nur ein kleines Taschengeld, womit man auch nicht wirklich viel bewegen kann. Und das ist für mich, also das Geld war jetzt für mich nie eine Motivation, YouTube zu machen. Und das, glaube ich, ist auch bei den meisten von euch angekommen. Das ist, glaube ich, auch Grund dafür, warum ich so eine schöne Community habe. Ich habe keine riesigen 500.000, 200.000 Abonnenten, sondern ich habe jetzt knapp 23.000 Abonnenten und da kann ich wirklich sagen, dass ich das so ein bisschen überschauen kann, welcher Typ Frau, Mutter oder welche Typen, verschiedene Frauentypen da so dahinter stehen, Mütter und teilweise auch nicht Mütter, teilweise Väter, die mich schauen oder mitschauen. Und das ist schon, muss ich sagen, sehr wertvoll gewesen für mich. Und das war auch immer was, was mich mit motiviert hat, dass ich wusste, dass ich wirklich eine sehr schöne Zuschauerschaft habe. Trotzdem ist es so, dass es für mich jetzt wöchentlich wirklich, was heißt zum Kampf, aber es ist schon schwierig für mich jetzt Videos zu produzieren in der Art und Weise, wie ich sie euch präsentieren möchte. Ihr wisst, ich bin kein Typ dafür, ein Video einfach so hinzuschludern und zu sagen, ja, Hauptsache ich habe irgendwas online gestellt. Ich bin auch nicht der Typ, der jetzt wahnsinnig viele Kooperationen mit Firmen macht. Ich habe Kooperationen gemacht mit Firmen und die ich gemacht habe, da stehe ich auch voll dahinter. Aber ich habe natürlich einige Anfragen bekommen von Firmen, die ich aber alle nicht gemacht habe, weil ich sage, ich will mich jetzt nicht verbiegen und nur für eine Firma eine bestimmte Werbeplattform bieten. Das sehe ich auch ganz viel auf Instagram, dass bestimmte Instagram-Profile so aufpoliert sind, dass sie natürlich ein bestimmtes Bild verkaufen und da passt natürlich Produkt XY auch schön rein. Und ich bin da nicht der Typ für, ich habe nicht so ein aufpoliertes Instagram-Profil und ihr wisst, dass ich das
relativ raushalte. Natürlich mache ich auch Affiliate-Links, das ist auch kein Geheimnis, das schreibe ich überall immer rein, weil ich einfach denke, ich zeige euch gerne die Dinge, die für mich gut funktionieren, aber die Arbeit, die ich damit habe, die habe ich mir immer so ein bisschen entlohnt, dadurch, dass ich halt Affiliate-Links verwendet habe. Ja, jetzt ist es wie gesagt so, dass die Zeit begrenzt ist. Ich habe nur noch ein Jahr Zeit und ich möchte ganz gerne für Karl auch da sein. Er wird mich jetzt mehr und mehr fordern. Ich möchte mit ihm auch gerne Kurse besuchen. Ich möchte gerne was für mich selbst tun. Ich möchte gerne hier im Haus bestimmte Dinge mal so organisiert bekommen, dass ich sie schön finde. Und und dann möchte ich letztendlich am Ende dieses einen Jahres auch wieder in den Beruf zurückgehen und da mein Leben dann so weit darauf vorbereiten, dass das auch alles gut funktioniert. Und ich möchte jetzt wirklich das eine Jahr, was auf mich zukommt, auch gerne noch für mich und für meine Familie nutzen und auch für meine Ehe. Ich denke, das versteht ihr auch alle. Aber es ist so, ich werde jetzt nicht komplett verschwinden. Ihr wisst ja, dass ich noch einen Blog habe, gabelschereblog.de. Den betreibe ich derzeit zusammen mit der Sarah. Und das macht auch viel Spaß. Und das ist auch das, wo ich ursprünglich herkomme, aus dem Bloggerbereich. Ich weiß, dass mein Blog jetzt aktuell, weiß Gott, noch nicht mithalten kann mit den aufpolierten, super getunten Lifestyle-Blogs von anderen Müttern. Aber das ist auch was mir Spaß macht, das jetzt in Zukunft vielleicht aufzubessern und das in Zukunft zu bearbeiten und da dran mich an den Computer zu setzen und da dran zu basteln und das aufzuarbeiten. Und das macht mir auch viel Spaß. Und Texte schreiben macht mir auch viel Spaß. Und da ist auch Platz und Raum für all die Themen, die ich vielleicht für euch noch aufbereiten kann. Sprich, hier im Haus kleine Improvements, kleine Verbesserungen. Mein Hauswirtschaftsraum wollte ich euch gerne noch zeigen. Wie habe ich den jetzt organisiert? Ich habe ihn noch nicht organisiert, ich habe noch keine Zeit dazu gehabt. Wie dekoriere ich für den Herbst? Was mache ich für den Winter? Was für Geschenkideen habe ich für Karl für den ersten Geburtstag? Das sind alles Dinge, die ich auch auf meinem Blog darstellen kann und zeigen kann und mit euch teilen kann. Aber ich muss halt nicht mehr ein Video filmen, ein Video schneiden, Thumbnail, den Text dazu machen, hochladen, das Ganze pushen und sagen, das Video ist online und das Ganze ein bisschen vermarkten. Dazu fehlt mir wirklich die Zeit. Und wie gesagt, die Videos, die mir Spaß machen, also sprich die Vlogs, was ich jetzt zuletzt gefilmt habe im Wildpark oder auch der Ausflug nach Düsseldorf, das macht mir am meisten Spaß. Das nimmt aber auch die meiste Zeit in Anspruch. Und die Art und Weise, wie ich das gerne machen möchte, oh, ich sehe gerade, die Sonne scheint auf mich. Die Art und Weise, wie ich das gerne machen möchte, kann ich es euch nicht mehr bieten. Da habe ich einfach keine Zeit zu und da ist mir meine Zeit ehrlich gesagt dann auch zu wertvoll für, weil ihr, glaube ich, wisst alle, wie schnell die Kinder groß werden und viele von euch sind berufstätig. Die wissen auch, wie wenig Zeit man dann noch hat, wenn man berufstätig ist und die Kinder hat. Und das möchte ich jetzt einfach mal für mich ein bisschen ausbremsen und sagen, so, ich möchte jetzt ganz bewusst im nächsten Jahr noch bestimmte Dinge mit Karl zusammen machen, mit Marie und Karl und auch als Familie das zusammen genießen und vorbereiten. Und da ist einfach im Moment kein Platz mehr für YouTube. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass ich vielleicht den einen oder anderen Ausflug mal noch mitfilme und vielleicht nochmal ein kleines Vlog-Video zum Spaß einfach zusammenschneide. Aber das werde ich dann ganz sicherlich einbinden in meinen Blog und auf meine Blogseite stellen, dass ihr ihn da wiederfindet. Und ich werde jetzt nicht mehr regelmäßig jede Woche auf YouTube posten. Und ich will mich da auch jetzt nicht mehr so einem Vergleich oder Wettrennen aussetzen. Irgendwie, wer hat die besten Kooperationen oder wer hat die besten Zugriffszahlen. Das ist einfach alles das, was ich nicht mehr möchte und was mir auch keine Freude mehr macht. Und dann ist es wirklich der Punkt, wo man sagen muss, dann muss man aufhören. Ja? If you don't like it, change it. Das ist generell, denke ich, für alle ein Hinweis. Wenn ihr in eurem Leben was habt, was euch nicht mehr gefällt, was euch wirklich schon seit Monaten wurmt, dann ändert es. Und
Das ist wirklich, ich schleppe den Gedanken schon lange mit mir rum, jetzt bestimmt schon seit einem halben Jahr, dass ich denke, wann höre ich auf? Höre ich zu Weihnachten auf? Höre ich nächstes Jahr auf, vor der Berufstätigkeit? Aber dann muss ich das nächste Jahr auch voll nutzen auf YouTube. Oder. Und es ist einfach so, das Geld ist für mich da kein Motivator. Das Taschengeld, was ich mir damit verdienen konnte, das ist wirklich für mich nicht ausschlaggebend, sondern ausschlaggebend für mich war die Art und Weise, wie ich es für euch aufbereiten kann, was ich euch für Themen zeigen kann und dass es für euch auch einen Mehrwert hat. Und ich denke, die Themen, die ich jetzt noch mit euch teilen möchte und kann, die kann ich auch gut schriftlich im Blog zeigen oder ab und zu mal ein kleines Ausflugsvideo zusammenschneiden und euch das auf den Blog stellen. Viele von euch folgen mir ja schon auf Instagram, die sind da immer up to date, was ich mache oder was ich euch gerade zu bieten habe. Und so wird es auch in Zukunft sein, dass ich über Instagram den Großteil meiner Nachrichten verschicke. Ich denke, das ist für mich die einfachste Art und Weise, mit euch zu kommunizieren und in Kontakt zu bleiben. Ich kann verstehen, wenn jetzt einige enttäuscht sind und sagen, Mensch, schade, du hättest doch noch so schön weitermachen können und ich habe mich darauf verlassen, dass du mir das und das vielleicht noch zeigst auf dem Video oder ja, das kann ich auch verstehen, wenn vielleicht manche enttäuscht sind, aber ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass der Großteil von euch versteht, dass ich das letzte Jahr meiner Elternzeit jetzt noch anders gestalten möchte und ich weiterhin blogge, das ist ganz, ganz klar. Ich werde sicherlich mindestens einmal die Woche einen Blogpost schreiben. Derzeit schreibe ich ja auch noch für Aldi auf dem Blog einmal monatlich. Weiß ich nicht, wie lange das noch sein wird, aber das ist im Moment fest eingeplant. Ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht allzu traurig. Könnt das verstehen und folgt mir auf Instagram, um in Kontakt zu bleiben. Ansonsten, ja, damit es nicht allzu traurig wird, habe ich euch jetzt am Ende des Videos noch ein paar der letzten Outtakes zusammengewürfelt und zusammengeschneidet, damit ihr mit einem lachenden Auge das Video beenden könnt. Und ja, ich freue mich auf euch auf Instagram, auf eure Kommentare und den Austausch bei mir auf dem Blog gabelschereblog.de und wenn wir so in Kontakt bleiben können und uns weiterhin austauschen können und ja, vielleicht sieht man sich hin und wieder mal hier auf einem Video, aber ja, das soll es erstmal gewesen sein. Also macht's gut, ihr Lieben. Tschüss! Ja, dann kommen wir jetzt zur Partyvorbereitung, zur Geburtstagsparty, die wird dieses Jahr unter dem Motto Pepper Woods stattfinden. Pepper Woods, wer sie nicht kennt, ist so ein kleines Schweinchen. Moment, wo ist sie? Wo ist sie, die kleine Peppa? Ich glaube, das machen wir nochmal. Dann kommen wir zur ersten Dingsbums, ne? Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich dachte mir spontan, ich nutze die Sonne. Die Sonne? Welche Sonne? Es sind nur Wolken in diesem Sommer. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Haar-Video. Was ist das denn hier? Warum? Wo kommt das her? Und hoffentlich sehen mich die Nachbarn nicht. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen in einem neuen... Das habe ich schon wieder gesagt. Ich wollte das so nicht mehr sagen. Also nochmal.